Im schattigen Halbdunkel am Regenwaldboden können Pflanzen nur schwer gedeihen. Deshalb drängen sie mit aller Kraft nach oben, zum Licht. In der Nähe des Äquators beginnt der Tag sehr früh. Bereits gegen 6 Uhr morgens geht die Sonne rasch auf. 12 Uhr mittags steht sie dann im Zenit, also genau senkrecht über dem Wald. Die vielschichtigen Baumkronen absorbieren das Sonnenlicht mit erstaunlicher Effektivität. Nur 1% der Lichtmenge über den Baumkronen erreicht letztendlich noch den Waldboden. Je länger der Weg durch das Kronendach, desto weniger Licht kommt unten an. Nachmittags um 3 sind es nur noch 0,5%. Eine Stunde später gerade noch 0,2%. Um 6 Uhr abends geht die Sonne dann bereits wieder unter. Genau 12 Stunden später beginnt der Kreislauf wieder von vorn.